Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einem weiteren Infovideo, denn viele Leute haben gefragt, was ist denn mit deinem Uploadplan? Wann kommt welches Video? Und da möchte ich ganz gerne mal ein bisschen aufräumen. Denn, es ist folgendermaßen, mein Kanal ist so ein bisschen eine kleine Umstrukturierung momentan mit neuen Projekten und so, deswegen dachte ich, kann man das mal wunderbar in einem Video packen. Shine kommt ab jetzt, habt ihr eben gesehen, heute kam die erste Folge, Shine kommt ab jetzt jeden Tag. Sprich, da kommt um 15 Uhr circa immer ein Shine-Video und dann natürlich die Frage, wann kommt ein zweites Video am Tag, ne, oder muss es nur noch Shine? Nein, also es wird ein zweites Video geben am Tag, natürlich Jump League, SG, Commentary, Bad Wars momentan sind also die Teilnehmer, die da eventuell kommen könnten. 1v1 Turniere vielleicht auch nochmal wieder, Folterdom, wirklich sporadisch, aber es gibt jeden Tag ein zweites Video, außer wenn ich streame. Ich möchte ganz gerne dreimal in der Woche ab jetzt streamen, sprich, oder zweimal in der Woche, je nachdem. Aber wenn ich es halt mal nicht schaffe, durch die Streams, die am Tag sind, kann es halt sein, dass wirklich mal nur ein Shine-Video kommt, weil ich eben durch Uni, durch Privatleben, durch YouTube, Twitch und auch noch den neuen Server, den ich habe, bin ich wirklich super eingespannt momentan. Deswegen, bitte entschuldigt das, wenn mal ein Stream kommt, hat er eben 2 Stunden lang Stream, aber eben dafür kein zweites Video. Das wollte ich auch nochmal sagen. Zudem habe ich Bock auf ein weiteres Projekt, mal abseits von Minecraft. Die Hardcore-User von mir, User-Zuschauer, Leute, werden es wissen. Ich wollte ganz gerne mal The Last of Us spielen. Habe ich auch aufgenommen, 3 Folgen davon, aber ich merke einfach, die Motivation ist nicht so da. Und ich dachte mir, ich habe einfach mehr Bock auf so ältere Spiele. Ich dachte mir, vielleicht Richtung Pokémon irgendwas zu machen. Pokémon oder N64-Spiel, Zelda oder Super Nintendo-Spiel. Habt ihr da irgendwie Ideen, was ich vielleicht als 20-Uhr-Projekt nehmen sollte? Also, dass dann quasi wie damals mit Uncharted an 20 Uhr immer ein Video kommt. Gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr da für Ideen habt, welche Spiele spielt oder von älteren Spielen. Wie gesagt, jeden Tag Shine momentan, bald auch das FIFA-Turnier, da gibt es auch 2x die Woche ein Video. Ich muss mal gucken, wie ich alles in einen Hut bekomme. Ist immer so ein bisschen, aber das FIFA-Turnier werden wir auch vorproduzieren. Es wird also kein Problem für mich sein, die Sachen da hochzuladen, wenn ich mal kein Video machen kann. So, also jeden Tag Shine, dann halt wie gesagt die anderen Projekte, so wie sie kommen, wie ich eben Commentary aufnehmen kann oder SG aufnehmen kann, so wie ich eben Bock habe. Ich mag nicht so, ja, Montag ist das, Dienstag ist das dran, das will ich halt nicht haben, weil das ist für mich dann irgendwie so, dann fühle ich mich so gezwungen. Deswegen sporadisch, und wenn mal kein Video kommt, kommt wahrscheinlich dann ein Ankündigungsvideo für einen Stream immer den Abend. Also ihr werdet immer auf dem Laufenden gehalten, auf jeden Fall. Nur mal eben so, um das Ganze, ja, für euch runterzurattern, aufzuzählen. Und natürlich nicht vergessen, dass ganz, ganz wichtig ist, einen Daumen nach oben geben, wenn euch eine Folge gefällt. Denn ich merke mittlerweile wirklich, dass ich auch viel auf den Daumen achte. Sprich, bei Commentary und bei 1v1 habe ich irgendwie so 380 Daumen nach oben bis 400. Und bei Badmus eben nur 180. So, und da merkt man schon, okay, oh Gott, habe ich rote Hände. Oh mein Gott. Da merkt man eben schon, what the fuck? Da merkt man eben schon, dass da eventuell Richtung Bad Wars einfach das nicht so gut ankommt bei euch und vielleicht dann irgendwann wieder aus dem Kanal genommen wird. Wobei ich da momentan richtig krassen Bock drauf habe. Also momentan kommt es auf jeden Fall noch. Aber ich habe da vielleicht irgendwann mal, muss man vielleicht sagen, okay, Bad Wars vielleicht nicht mehr. Aber deswegen, wenn euch was gefällt, einfach mal kurz den Daumen nach oben klicken. Das ist wirklich kein Akt und ja, das hilft mir, um halt zu gucken, was gefällt euch, was eben nicht. Das wäre so im Groben gewesen und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann heute, kommt ein Stream, deswegen gibt es heute kein zweites Minecraft-Video. Gibt es gleich nochmal ein Ankündigungsvideo für den Livestream und ja, dann sehen wir uns dann gleich im Livestream oder halt dann morgen bei den weiteren Videos. Hauen Sie rein, bis dann, schreibt mir Ideen für ein 20-Uhr-Spiel, für altes Spiel, bis dann.